Hallo meine Lieben, ich bin's die Kiki von Kikis Kitchen und heute habe ich mir eine gesündere Pizza-Variante für euch überlegt. Und zwar nehmen wir nicht den klassischen Boden mit Mehl, sondern wir nehmen einen Blumenkohlboden. Der ist auch ganz schnell zubereitet mit ein paar ganz einfachen Schritten. Und hier habe ich schon die Zutaten bereit für den Boden. Wir benötigen natürlich Blumenkohl, das ist die Basis des Bodens. Da habe ich den Strunk entfernt und die Blätter. Dann haben wir einmal Käse, dann nehme ich jetzt hier den jungen Gouda. Salz und ein Ei für die Bindung und an Gewürzen habe ich hier außerdem noch edelsüßes Paprikapulver, Oregano und Knoblauch. Zuallererst bereiten wir den Blumenkohl vor. Dafür häckseln wir ihn im Mixer ca. auf Couscousgröße. Dann geben wir ihn in die Mikrowelle bei 600 Watt für 8 Minuten, dann garen wir den Blumenkohl vor und anschließend müssen wir nur noch mit einem sauberen Geschirrtuch den austretenden Blumenkohlsaft auspressen. Und das ist dann das Endergebnis, das zeige ich euch gerne mal. Und da geben wir jetzt einfach alle anderen Zutaten rein. Das heißt, ich reibe jetzt den Käse hinein, Knoblauch wird auch noch dazu gerieben, die Gewürze und das Ei und dann wird das Ganze zu einem Teig verarbeitet. Der Blumenkohlboden ist jetzt fertig und wir geben den jetzt noch auf ein mit Backpapier ausgelegtes Back- oder Pizzablech und dann könnt ihr das am allerbesten mit den feuchten Händen ausbreiten, also eine Teigrolle könnt ihr hier nicht benutzen, weil der Teig schon sehr klebrig ist. Der Blumenkohlboden wird jetzt im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 16 Minuten vorgebacken. Ich nutze jetzt die Zwischenzeit, um euch eine blitzschnelle und leckere Pizza-Tomatensoße zu zeigen und natürlich auch die Zutaten, die ich on top auf meine Pizza gebe. Aber ich meine, beim Belag ist es ja auch so, dass jeder seine eigenen Lieblingszutaten hat. Schreibt mir doch an der Stelle gerne mal in die Kommentare, was euer Lieblingsbelag auf Pizza ist und dann können wir uns da gegenseitig inspirieren lassen. Also für die Tomatensoße benötigen wir Tomaten aus der Dose, außerdem frischen Basilikum, etwas Zucker, Salz und Pfeffer. Und als Belag habe ich mir ausgesucht Mozzarella, dann habe ich Paprika, rote und gelbe, Champignons, Cherrytomaten und nach dem Backen gebe ich noch frischen Rucola drauf. Die Zutaten der Tomatensoße jetzt einfach fein mixen oder aber pürieren und dann ist sie auch schon fertig. Und die Tomatensauce ist auch schon fertig, genau pünktlich zum Blumenkohlboden. Und den belegen wir jetzt der Reihe nach, erst mit der Tomatensauce, dann Mozzarella und dann die ganzen anderen Toppings. Jetzt wird die Pizza nochmal weitergebacken, circa 10 Minuten bei gleicher Hitze, allerdings schiebe ich sie jetzt auf die oberste Schiene. Dann kann der Mozzarella schön schmelzen und das Gemüse kann ganz leicht durchgaren und dann serviere ich das Ganze mit Rucola. So, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Freude beim Ausprobieren. Ich persönlich bin ja auch Fan der klassischen Pizza, aber wenn man die Blumenkohlpizza mal ausprobiert hat, dann merkt man, okay, da vermisse ich jetzt eigentlich nichts und kann die zwischendurch echt mal gegen die klassische Pizza austauschen. Schaut auf jeden Fall in die Videobeschreibung, da findet ihr alle ganz genauen Mengenangaben. Ansonsten würde es mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr den Kaufland-Kanal kostenlos abonniert, dann verpasst ihr auch kein Video mehr von mir und wir sehen uns dann im nächsten Rezept. Tschüsschen, eure Kiki!